Hallo und willkommen zurück bei Mass Effect 3 Legendary Edition und ja, was soll ich sagen? Long time ago, mal wieder, es tut mir so leid. Also für die Leute, die Mass Effect hier auf dem Kanal verfolgen, es tut mir wirklich unendlich leid, dass immer wieder solche großen Pausen oder lange Pausen zustande kommen. Es ist halt einfach so, also mein Problem ist halt immer irgendwie, ich habe halt immer so Bock auf so viele Spiele und dann fange ich immer so viele Sachen zugleich an. Und teilweise kommen dann halt andere Spiele noch dazu, die mir geschenkt werden. Oder halt gesagt, ja, spiel doch mal und bla und blub. Und dann kommt eins zum anderen und dann ja, bleibt halt immer irgendwas wieder auf der, ja, bleibt immer irgendwas. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, es bleibt halt immer irgendwas, denn zeittechnisch bleibt immer etwas liegen, leider. Na, und in dem Fall ist es Mass Effect. Genauso halt eigentlich, sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen doof rumlaufe, einfach. genauso ist halt mit Witcher 3. Ne? Ich freue mich so sehr auf Witcher 3, das weiterzuführen. Aber genauso freue ich mich halt auch auf, momentan läuft ja eigentlich noch Last of Us, was auch jetzt aber morgen wieder neu aufgenommen wird. Persona will ich halt auch weitermachen, ne? Mass Effect, Witcher 3. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß echt nicht, wie ich das alles machen will. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt ist auch noch Suicide Squad rausgekommen, darauf habe ich auch Bock. Und dann liebst du natürlich mit euch zusammen. Aber puh, wie soll man das alles schaffen? Naja. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal wieder in unser Logbuch rein und schauen mal, was wir hier zu tun haben. Ein wichtiges Depot hat den Betrieb eingestellt und die Allianzflotten sind vom dringend benötigten Treibstoff abgeschnitten. Untersuchen Sie das Depot und nehmen Sie es wieder in Betrieb. Ranoch, Guess Jägerstaffeln. Guess Jägerstaffeln greifen quarianische Lebensschiffe an und könnten damit die ganze Flotte gefährden. Landen Sie auf Ranoch und deaktivieren Sie den Server, der die Guess-Jägerstaffeln kontrolliert. Ah ja, ich erinnere mich, das war ja, was wir schon angefangen hatten vorher, letztes Mal mit den Guess. Das quarianische Schiff mit Admiral Corris an Bord ist auf Ranoch abgestürzt. Die Zivilflotte hat daher im Moment keinen Anführer. Landen Sie auf Ranoch und retten Sie Admiral Corris. Und Prio Ranoch. Also wir haben jede Menge auf Ranoch zu tun. Ranoch und Treibstoff. So, jetzt gucken wir mal schnell. Okay, wir gehen, kann man nicht von hier aus auf unser Schiff direkt? Nee, ne? Am besten wir gucken einfach mal auf der Karte, was wir als nächstes machen können. Die Prio bleibt natürlich so, dass wir erstmal die Nebenmissionen alle probieren, zumindest zu beenden und dann halt durchgehend dann mit der Hauptmission weitermachen. Sprich, wir könnten mal gucken, ob wir diese Treibstoffgeschichte jetzt eventuell machen könnten. Mal schauen. Na, hast du was zu sagen? Trainer? Erstmal nicht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wir gucken mal hier rein. Hier ist auch keine neue Post. Wunderbar. Na dann. Schnell auf die Galaxiekarte. Damit wir gar nicht erst irgendwas Neues hier haben. So, verlassen. Massenportal. So, dann gucken wir mal. Hier mal zum Beispiel Silian-Nebel. Treibstoff, das ist das ja schon. Na, dann machen wir das doch, oder? Dann machen wir das doch direkt. Vielleicht geht das ja relativ flott. Würde ich ja willkommen heißen. So brauchen wir gar nicht. Fione.
Gucken wir mal. So, unsere Crew. Da wird sich nicht viel ändern. Edi und... Ich will einfach mal Tali mitnehmen. Aber eigentlich ist mit Garrett sind wir schon... Das war schon immer wirklich optimal, so vom Setup halt her. Das war... Da bleiben, würde ich sagen. So, hier müssen wir, glaube ich, auch nichts großartig umstellen. Erstmal. Vier Punkte hätten wir. Ach ja, das hat man ja freigeschaltet, ne? Endlich. Endlich hat man das ja freigeschaltet. Ja gut, dann können wir ja hier noch einfach, ich meine, ne? Und zündet ja nichts daran, das noch auszufüllen hier. 2, Kostenupgrade 3. Ah, okay. Dann gucken wir mal. Tauschkörper. So, und Garrus kriegt auch noch was. Gut. Shepard, seit 72 Stunden sind die Reaktoren eines Turiana-Asari-Treibstoffdepots offline. Scans der Station sind kalt. Sie ist verlassen. Was ist mit den dort stationierten Truppen passiert? Unbekannt. Aber kein Treibstoff bedeutet keine Flottenpräsenz. Der Feind kann ungehindert operieren. Sie müssen da rein, rausfinden, was los ist und die Reaktoren wieder online bringen. Captain Riley macht vor Ort die erste Aufklärung. Sie leitet eines unserer besten Technikerteams. Wir gehen der Sache auf den Grund, Admiral. Gut, Hackett Ende. Hackett Ende. Commander, Corporal Nierick. Captain Riley ist vor Ort und wartet auf Sie. Huh? Ach so. Das sah jetzt aus, als wenn wir ihn jetzt abknallen sollen auf einmal. Okay, Nyrek. Wie lange sind Sie schon bei diesem Trupp, Corporal? 3 Einsätze. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Der Captain bringt uns immer alle wieder raus. Ja, Captain. So, na, gucken wir mal. Wer bist du, Soldat? Okay, also kommen wir da gerade nicht vorbei. Nicht hier rum, medizinischer Behandlungsplan. Ein Behandlungsplan für chemische Verbrennungen. Ziemlich detailliert. Aha. Das könnte nützlich sein. Was ist das, der Captain hier? Umgehungslösung für die Strahlung, Soldat. Captain Riley. Was gemacht, da. Captain Riley? Interessante Rüstungen, ne? Auf die Reaktorloks zugreifen und haben das hier gefunden. Commander, Captain Riley hat mich die Anlage scannen lassen. Es ist ein System mit 2 Reaktoren. Sie müssen sich also in 2 Teams aufteilen. Verstanden. Die Brennstäbe beider Reaktoren müssen entriegelt werden, bevor ein Neustart eingeleitet werden kann. Ihr Weg ist im Moment blockiert. Captain Rileys Mann arbeitet an der Beseitigung der Hindernisse. Danke für den Statusbericht. Erledigt, Captain. Gute Arbeit, Kaslow. Umgehungslösung eingerichtet, Commander. Ich übernehme jetzt. Na dann. Brennstab entriegeln. Unten. Wir stehen hier einem unbekannten Feind gegenüber, Captain. Wenn Sie noch vor Ort sind, wird mein Team dabei helfen, Sie zur Hölle zu schicken. Go to hell. Bringen Sie Ihr Team zu Reaktor 2 und halten Sie Funkkontakt. Verstanden. Wir geben Ihnen Deckung, bis Sie in Sicherheit sind. Okay, können wir denn. Können wir da runter? Nee, ne? Also Gift-Krananzeige aktivieren. Oh. Ah. Warte mal, nach links bewegen, nach rechts bewegen, Kran aktivieren. Das bin ich. Okay, warte mal kurz. Ist hier noch irgendwas? Was ist das? Credits. Okay.
So, dann gucken wir mal. Aufzeichnungen waren zum Zeitpunkt des Funkausfalls 107 Turianer auf der Station. Das macht mich nur noch zorniger. Weiterhin wachsam bleiben. Hä? Warte mal. Navigationsfehler. Was muss der mit dem Kran machen? Frage ich mich gerade. Darunter komme ich ja nicht, ne? So. Und jetzt? So schon mal nicht. Da auch nicht. Aber wir können das Ding nur links und rechts bewegen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll hier. Aber wir machen das nochmal andersrum. So. Zack, dann so. So, haben wir jetzt hier irgendwas... Dadurch. Strahlungswarnung, oh. Commander. Ja, okay, auf jeden Fall vermeiden. Alles klar, ich hab's verstanden. Da können wir auf jeden Fall nicht lang. Warte mal. Rosenkopf Materials, Brustplatte. Okay, nice. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind, aber. Das ist, glaube ich, immer noch nicht der richtige Weg. Hier ist auch alles mit dem Gift. Wir müssen da diese Plattform irgendwie dazu bringen. Dass wir da unten lang können, oder? Ach, warte mal. Kran. Ach. So, jetzt ist hier dicht, ne? Jetzt kommen wir hier nicht durch, genau. Hey, habe ich gerade irgendwas verpasst? Irgendein Zusammenhang? Warte mal, kann man hier lang? Nein. Hilfe, ich weiß hier nicht weiter. Komme ich aber auch nicht hoch oder lang oder wie auch immer. Na toll. Jetzt habe ich ja habe ich endlich mal nach 3000 Jahren wieder Mass Effect angefangen und dann gleich so ein Ding hier, ey. Ach, oder warte mal. So. Zack. Kann ich das Ding da hinten etwa auch holen? Ah. Ach, Leute, das habe ich gar nicht so als Dings erkannt. Ja, lul. Okay, ich glaube, das war's, oder? Ah, Mensch, Bulli. Ich sehe die Steuerung für die Brennstäbe, aber die Strahlung blockiert den Zugang. Hier ja. Sieht's genauso aus. Ich suche einen Weg, den Bereich zu entlüften. Das kriegen wir doch hin. Entlüftung Sektor A1.
Warte, machen wir gleich. Nur mal schneller für alle Fälle mal gucken, was hier noch so. Was hier noch so ist. Hier wird es bestimmt gleich heiß hergehen. Und dann haben wir eventuell nämlich keine Zeit, uns hier nochmal umzuschauen. Deswegen gucke ich jetzt mal lieber. Reaktor Neustart. PDA. Huch. Okay, wir könnten entlüften oder den Reaktor neu starten. Fangen wir mit dem Entlüften an. Mal hier unten ist. Hier noch irgendwas Schönes. Na gut, dann entlüften wir erstmal. Bestimmt kommen dann auch die Gegner jetzt erstmal. Das sieht aus wie eine Belüftungssteuerung. Damit müsste es gehen. Strahlung zurückgegangen. Konsole jetzt zugänglich. Dann entriegeln wir jetzt die Brennstäbe. Hier Brennstab entriegeln. Und dann maybe den Reaktor neu starten? Könnte sein, ne? Kann man nochmal schnell gucken. Wenn noch irgendwas ist. Medikit zum Beispiel. Okay. Oh, mit Level Up. Brennstäbe hier entriegelt. Moment mal. Commander, Captain, da bewegt sich was in Ihrer Nähe. In Verteidigungsstellung. Feind nähert sich. Wir sind bereit. Diding. Achso, apropos, warte mal. Ich habe, glaube ich, die noch gar nicht die Dings drin, ne? Betäubung, panzerbrechend. Achso, warte mal hier. Müssen wir die einfach. Ein Mann verloren, aber Bereich gesichert. Warnung, Kühlmittellecks entdeckt. Reaktoren 1 und 2. Systemneustart nicht möglich. Ich sehe sie. Sie müssen alle Bremssubstanztanks versiegeln. Ich sehe die Tanks von Reaktor 2. Rücke vor zum Versiegeln. Let's go! Jetzt müssen wir. Sind Sie in Position? Bestätige. Erwarte Ihre Befehle. Interessant wäre ja, wenn wir schon vorher drauf gedrückt hätten. Ne? Ich glaube, das hätte nicht funktioniert wahrscheinlich. Leite Neustart ein. Commander, Captain, ich registriere jede Menge Bewegung in Ihre Richtung. Achtung, Feind! Ring frei für Runde 2. Wo denn?
Hier ist aber was los. Schafft ihr bei uns nicht. Endleech. Commander, wir werden überrannt. Stellung ist unhaltbar. Wir schaffen es nicht. Durchhalten, einer meiner Leute kommt. Verstanden. Let's go, Garrus. Unser kampferfahrener Spezialist. Oha. So, ich nehme an. Sind Sie sicher, Commander? Aber ich erreiche Captain Riley nicht. Was ist mit Garrus? Nichts, Commander. Niemand antwortet auf meine Funksprüche. Aber ich registriere Bewegungen in Richtung Exfiltrationspunkt. Schließen Sie den Neustart ab, dann können wir uns dort treffen. Alles klar. Okay. Wir kriegen das hin. Sollten wir nicht die Tür zumachen? Okay, ich gehe einfach mal ganz frech lang. Auch wenn das nicht gesund aussieht. Ah, hier sind sie doch. Commander, Sie haben uns gerettet. Mein Team steht in Ihrer Schuld. Und Garrus ist auch da. Danken Sie, Garrus. Hat sie schon. Na denn? Gute Arbeit. Machen Sie Meldung bei den Shuttles. Ja, ging noch eigentlich, ne? Gute Arbeit da unten, Shepard. Yes. Ohne das Depot wäre der gesamte Kriegsschauplatz gefährdet. Wie stehen die Chancen, dass die Reaper zurückkommen? Eine Einsatztruppe wird die Anlage betreiben und verteidigen. Wenn die Reaper kommen, sind wir bereit. Ich habe Captain Rileys Bericht gelesen. Sie hätte es ohne sie nicht geschafft. Ich habe gerne geholfen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Hackett Ende. Nice. Sehr gut, 10.000 Credits und Ruf und überhaupt. Wieder einmal haben wir die Welt gerettet. So. Admiral Rahn. Okay, warte mal. Lassen das mal. Ja, sieht doch ganz gut aus, ne? Tigel. Verbesserter Raumschifftreibstoff. Ah, mit Helium-3 werden die meisten kommerziellen Raumschiffe angetrieben. Chemietechniker auf Sion oder Sion haben dem Gas experimentelle Gemische zugesetzt, um einen effizienteren Treibstoff für Langstreckenflüge herzustellen. Eine ihrer neuen Formeln wird in Schiffen eingesetzt, die Material zum Tigel bringen, was den Bau spürbar beschleunigt. Nice. Also war das auch wieder eine Mission, die wieder unseren Fortschritt hier pusht. Richtig gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nice. Okay. Wir werden nicht lange... Wir haben neue Nachrichten. Okay. Wir gucken rein. Mittagessen. Von Com-Spezialistin Samantha Traynor. Commander, wie wär's mit einem gemeinsamen Mittagessen im Vergnügungsbereich der Citadel? Hoffentlich sieht man sich dort. Im Vergnügungsbereich. Mhm. Du, ja. Können wir es hier gleich hier machen? Ach, Mensch. Na gut, dann gehen wir mal schnell in den Vergnügungsbereich, würde ich sagen. Wir sind ja gerade noch ganz in der Nähe von der Citadel, von daher passt das doch ganz gut. Ich habe etwas gefunden. Oh, warte mal. Guck mal an, jetzt haben wir hier
Jetzt können wir den hier wahrscheinlich nämlich auch komplett hier bei. Achso, ich bin auch doof. Das war eine, glaube ich, oder einer von den Planeten, wo wir nicht 100% hatten. Dr. Gelive. Und wahrscheinlich können wir die jetzt aber 100%. Jo, jetzt haben wir das hier nämlich auch. Super. Da hatten wir immer 85 oder so. Und wir haben uns gefragt die ganze Zeit so, hä? Wieso geht das nicht? Wieso können wir keine 100% abschließen? Oder, da stand gar keine Prozentzahl, glaube ich, vorher. So, na, wie dem auch sei. Im Vergnügungsbereich. Die Frage, ist das nicht alles Vergnügungsbereiche irgendwie? Mal gucken, wo wir sie finden. Sieht genauso aus wie die anderen. Genau darum geht es doch. Neuer Spieler. Ich brauche einen neuen Spieler. Vielleicht hier drinnen? Ich kann es kaum erwarten. Ba-ba-da-ba-ba. Stehen so viele Leute rum, ich wüsste gar nicht. Hier schon mal nicht. Ja, wie gesagt, ist schwierig, ne, weil das hier alles Vergnügungsbereich ist. Und sie wird da wahrscheinlich auch was anderes anhaben, ne? Ich meine ja aber Vergnügungsbereich einfach hier irgendwie draußen. Laufen wir einfach mal. Irgendwann wird schon das Symbol kommen. Aber Vergnügung, naja, kann natürlich hier sein, ne? Im Casino. Oder vielleicht in dieser Diskothek da oben oder so. Hey, wie bekommt ihr den Landurlaub? Bestens, die Pause tut gut. Wir haben gegen Geld unter. Kämpfst du an der Seite anderer Spezies? Ja, das volle Programm. Hab schon mit Menschen gedient und mit einem. Kampflustig? Nein. Schon mit Menschen gedient. Ich finde ihren Mangel an Respekt vor dem erhabenen Patriarchen überaus beunruhigend. Intellektuellen Gespräche, ja. Hey, echt steiles Spiel, das Sie da laufen haben. Ja, danke. Steiles Spiel. So, warte mal. Aha, hier tatsächlich. Warten. An? Auf Joker? Joker? Hä? Warte mal. Also Joker? Habe ich da was vergessen? Ich war beim Cerberus-Angriff hier. Und sie habe ich nicht gesehen. Aber an Commander Shepard erinnere ich mich, wie sie drüben bei den Fahrstühlen gekämpft hat. Ja, richtig. Shepard hat den Rat beschützt. Aber ich hatte meine ganz eigenen Probleme. Ich war in der Andockbucht beim C-Sicherheit-Hauptquartier. Oh, ein Flashback. Haha, Commander Shepard verfolgt den Rat. Das ist unsere Chance. Oh, scheiße. Cerberus. Es ist Joker. Der Komm kann rein. Doch kaum laufen. Wie sollte der uns aufhalten können? Was doof. So, vielleicht Zeit für den Joker. Okay. Zu unterschätzen. Ja, das war es. Ich glaube, Joker hat zu viele Filme gesehen.
Alles klar. Ist das doof. Völlig richtig. Ihr seid gerade auf der Insel des Dr. Ich gelandet. Ah ja. Und genau so ist das passiert. Und deshalb sollten Sie mir Drinks ausgeben. Nein. Ach, kommen Sie. Ich glaube ja kaum, was man von Shepard erzählt. Aber Sie? Sicher nicht. Okay, ich bin wirklich nicht beleidigt. Aber wenn Shepard hier wäre... Ach komm. Shepard, hi. Ich bin Commander Shepard und bürge für meinen Piloten. Jeff Moreau ist ein Held. Jeder in diesem Raum verdankt ihm sein Leben. Ich auch. Das stimmt aber auch wirklich, ne? Es tut mir leid. Ich zwar nicht so, nicht. Aber alle anders. Auf mich. Danke, Commander. Rückzahlung dann später. Ja. Genau. Ach, eine kleine schöne Side-Story. Das war doch mal ganz nett. So. Okay, jetzt haben wir Joker, aber eigentlich wollten wir... Warte mal, hier vielleicht? Tanzen aktivieren. Ja. Wo ist denn unsere gute... Vergnügungsbereich. Was wäre denn noch Vergnügungsbereich? Also hier habe ich jetzt, glaube ich, alles abgegrast, ne? Höchstens noch hier hinten, aber ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Glaube nicht, ne. Kein Zutritt. Ja, ja. Abflug. Roulette-Spielregeln. Na gut. Kommen Sie rein. Heute könnte Ihr Glückstag sein. Nee, genug Glücksspiele gehabt. Ja, ich weiß, dass wir uns dort kennengelernt haben. Aber. Genügungsbereich der Citadel. Warte mal, habe ich. Ist das mit dem Logbuch drin? Reaper Code Fragmente, Cilian Nebel, chemische Behandlung, Technologie. Nee, ich glaube, die Sachen stehen hier nicht drin. Neuer Spieler. Ich brauche einen neuen Spieler. Was war hier auf der Seite? Achso, hier geht's ja nur zu meinen. Wir könnten mal oben gucken. Hier oben sind wir noch nicht lang gelaufen, ne? Glaube ich. Aber ich sehe sie ja auch erstmal nicht. Ich glaube, wir haben allgemein die obere Etage noch nicht abgegrast, ne? Achso, warte mal, hier geht's hier wieder runter. Bleibt eigentlich nur noch hier, glaube ich. So, sind wir wieder hier. Was? Sie haben noch nie von dem mächtigen Patriarchen gehört? Die Legende seiner Herrschaft hält im ganzen Citadel. Vergnügungsbereich. Am schlimmsten sind diese neuen Menschen. Schaut alle her. Das haben sie aber auch ein bisschen doof beschrieben, ne? Also ich meine Vergnügungsbereich, hä? Rennen, warte mal, das haben wir noch nicht gemacht, oder? Das macht die Auswahl einfacher. Wählen Sie einen der 4 verfügbaren Waren aus, um auf ihn zu wetten. Falls der ausgewählte Waren das Rennen gewinnt, erhalten Sie eine Gewinnauszahlung auf Basis der Quote des Waren. Waren mit geringer Siegeschance bringen höhere Gewinnauszahlungen. Drücken Sie F, um das Spiel zu verlassen. Cool, das haben wir noch gar nicht gemacht. Warte mal, das machen wir mal schnell. Das will ich doch mal. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Credits für sowas auf den Kopf hauen wollen? Na klar, 8 zu 1, 2 zu 1, 4 zu 1, 1 zu 1. Tuna Fishtalk Optimistical Will Win.
Cheesecake Biscuit. Platzieren Sie Ihre Wetten. Noch 5 Minuten. Na komm, wir machen einfach mal ihn hier. Bei unserem letzten Rennen wurden mehr als 25.000 Credits als Gewinner ausgezahlt. Ein kraftvoller Start. Komm schon, komm schon. Lauf, zieh. Komm, 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 komm. Kopflänge Vorsprung. Allein. Wer hat gewonnen? Easy Con Kohl Rünkohl. Baron Rennen live aus den Gruben von Tuchanka. Koga? Komm, wir nehmen mal den Optimisten. Boah. Platzieren Sie Ihre Wetten. Baron Rennen. Let's go, Optimist. Optimus Prime. Oh, der ist aber langsam. Oha, der zieht da davon. Lol. Okay. Sicherheit, okay, ja klar. Okay, okay, okay. Folgen Sie den schnellsten und fiesesten Baron in unserem virtuellen Live-Feed. Nur einem Tiger Bite jetzt noch und das war's dann. Komm, Tiger, let's go. Zieh durch. Oh, der linke da hinten ist aber. Ach Gott. Ja, okay, hat sie erledigt. Ja, das ist nicht so mein Spiel. Kroger ist der Sieger! Ja, tschüss. Ich habe wieder so viel Geld ausgegeben für nix. So, nun. Wir sind leider immer noch nicht fündig geworden. Wir können noch mal hochgehen, aber. Also bei mir im Dings würde es ja nicht sein, oder? Bei mir im Apartment. Es ist ja kein Vergnügungsviertel. Was darf ich Ihnen bringen? Ach, danke. Hm. Wir können ja auch noch mal... Ja. Wir gehen mal in unser Apartment und gucken dann nochmal schnell in die Post rein. Vielleicht haben wir irgendwas überlesen. Dann dürfen wir also von Ihnen noch mehr Elko Shakespeare erwarten? Nun, eigentlich bereite ich gerade. Highscores. Hier war ja auch nichts, ne? Nee. Hast du mitgekriegt, wie der Typ mit der Kappe und dem komischen Jack? Neuer Spieler. Na gut. Ein wunderschönes Auto. Aber da stand doch eindeutig Vergnügungsbereich, bin ich der Meinung. Keiner mehr da. Hier ist auch Vergnügungsbereich. Ich finde das Bild übrigens immer noch sehr schön. ja, das war das. Warte mal, unser Terminal war da hinten, oder? Oder. Ah, ne, okay. So, jetzt ist natürlich die Frage. Oh je. Das ist natürlich das. Hier, das hier vielleicht, oder? Ne, Miranda Lawson. Das ist natürlich immer so eine Sache, dass das leider nicht Jacob. Javik.
Drinks. Abhängen. Finden wir das gar nicht mehr, oder was? Verdammt! Kann ich mit dem... Ja, okay. Also es muss ja auf jeden Fall von der Dings kommen. Hackett. Wir gehen jetzt einfach mal schnell alles durch hier. Hier, Trainer. Genau, hier haben wir es doch. Wie wär's? Hab ich das nicht vorhin angeklickt gehabt? Wie wär's mit einem gemeinsamen Mittagessen im Vergnügungsbereich der Citadel? Vergnügungsbereich der Citadel. Hoffentlich sieht man sich dort. Oder ist das doch der normale Teil der Citadel? Natürlich sein, ne? Das ist gar nicht... Vergnügungsbereich. Okay, wir gehen nochmal schnell gucken. Auch wenn das jetzt natürlich wieder alles wieder ein bisschen... Naja... viel hin und her gerenne ist und nichts passiert so richtig. Aber ich möchte das trotzdem gerne machen. Vergnügungsbereich der Citadel. Warte mal. Ah, vielleicht in der Purgatory? Das wäre ja auch ein Vergnügungsbereich. Aber warum schreibt man da nicht einfach direkt Purgatory? So, wir gucken mal. Wie geht's dem Kopf? Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Freut mich, als ich von deiner Verletzung hörte. Es war wild. Ich hätte mich... Ach ja. Also mal wieder. Verstehe nix. Ich habe in dieser Sache die Unterstützung von Matriarchin Ephita. Jeder Asari-Utraum soll denken wie eine Jägerin. Die sitzen immer noch da. Nee, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier auch nicht richtig sind. Ja, wenn nicht, dann muss ich mal. Dann muss ich mal googeln. Was sie damit meinen. Aber warum haben sie mich überhaupt hierher geschleppt? Haben sie noch diesen Fracht? Okay, wir gucken noch einmal, was wir noch für Möglichkeiten haben, aber das andere sind doch alles so normale Decks. Da ist ja kein Vergnügungsbereich dabei. Achso, nee, hier nicht. So, Wartebereich, Botschaften, Wetterkrankenhaus. Nee, da ist nix. Okay, gut, dann machen wir an dieser Stelle hier einen kleinen Break. Die Folge ist ja eh schon lang genug wieder. Und ich gucke mal dann, wo dieser Vergnügungsbereich sein soll. Und dann gucken wir mal, was wir noch in der nächsten Folge machen können. Ja, also, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.